Moini Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Stop That Roach, einem Spiel, bei dem viele Gameboy-Kenner wahrscheinlich sagen werden, da habe ich ja schon ewig drauf gewartet, hier bei auf dem Klo mit, und viele Laien möglicherweise sagen werden, Stop That Roach, nie gehört, ist halt eins dieser typischen Spiele, die für viele Sammler zum Holy Grail irgendwie gehören, gerade in der OVP unheimlich schwer zu bekommen. In reiner Modulform gar nicht so teuer, wie man vielleicht befürchten mag, aber es ist natürlich ein ziemlicher Klopper für ein reines Gameboy-Spiel. Und wir sehen schon, es geht um Schaben. Und deswegen bin ich ein bisschen erstaunt. Ich höre Wilhelm Tell hier im, im Intro-Screen. Warum nicht La Cucaracha? Das wird doch viel besser passen. Ja, wir müssen die Viecher aufhalten, die uns hier das Leben schwer machen, auf vielen Kontinenten, ne, die wie heißen sie denn jetzt immer? Schaben halt, ne? Also so Küchenschaben. Ich habe den Männlichkeitsmuffin auf 5 Minuten gestellt, denn ich habe schon ganz schön langes Vorwort gehalten. Ich habe ein kleines bisschen gelesen, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich völlig aufgeschmissen. Es ist ein Strategiespiel. Wir müssen quasi eine Kakerlaken-Invasion, da ist das Wort gewesen, was ich gerade gesucht habe, eine Kakerlaken-Invasion verhindern. Und wir haben verschiedene Optionen, wie wir das machen können. So, lang genug vorgeblubbert. Ich habe den Männlichkeitsmuffin schon auf 5 Minuten gestellt, denn es wurde schon viel vorher erzählt. Wir haben hier die Möglichkeit, ein neues Spiel auszusuchen oder eben Passwort. Und man hat es gerade vielleicht in dem ganz kurz einen blitzenden Gameplay gesehen. Es ist ein Strategiespiel. Das finden wir ja sehr selten auf dem Gameboy. Und wir können uns entweder den Herren Ken aussuchen oder die Dame Lily. Lily, Entschuldigung, ich habe das ein bisschen vernuschelt. Wir nehmen einfach mal Lily. Und es geht darum, eine Kakerlaken-Invasion zu verhindern. Hier sehen wir 2 Kakerlaken auf uns zukommen und es ist quasi ein rundenbasiertes Strategiespiel. Wir können jetzt also eine von 4 Optionen, die ich hier so auf der Seite sehe, auswählen, gehen. Wofür das jetzt steht, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist bewegen, das ist fliehen vielleicht, keine Ahnung. Das ist Angriff, ne, mit so einem Schlappen auf die Kakerlake hauen. Und das ist, ich setze eine Runde aus. Ja, ich denke mal, es ist auch von Ziel, dieses Kuchenstück zu erreichen. Deswegen würde ich mich jetzt einfach mal bewegen und gehe mal. Ach, guck mal, ich habe mehrere Schritte. Ich habe 5 Schritte. Okay, die mache ich jetzt auch mal. Ich habe noch 4 Aktionen über anscheinend. Okay. Dann würde ich mal, ich gehe jetzt direkt in den Angriff über und haue mal drauf. Bam, die ist platt. Oh, aber es ist eine Kakerlake auch zum Kuchenstück gerannt. Ah, okay, alles klar. Die Cockroach will zum, also die Kakerlake will zum Kuchen. Und wenn sie dort angelangt, dann gewinnt sie. Okay, 2. Runde. Das heißt, ich stelle mich verteidigend vor den Kuchen, möglicherweise. Ich gucke jetzt auch mal, wofür das da ist. Oh. Ach, genau. Okay, jetzt kann ich mich wieder erinnern, was das zweite ist. Ich will die Kakerlaken erschrecken mit einem Schrei. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier runter und würde jetzt die Option Schrei nutzen. Uah! So. Was ist, wenn ich das Kuchenstück erreiche? Nee, wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, sondern ich gehe mal auf die Kakerlake zu und die andere hat dann nicht genug Schritte, um das Kuchenstück zu erreichen. Das ist jetzt mal so meine Taktik. Oh, jetzt sind die Kakerlaken dran. Scheiße. Ich habe die Anzahl der Bewegungen vergessen. Gott, ey, man muss aber auch hier in alle Richtungen mitdenken. Ja, Mensch, die Zeit läuft und läuft und wir haben noch nicht über Preise geredet. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Aber der Anstand gebietet es ja auch irgendwie, dass man hier das erste Level schaffen will oder so. Ne? Das ist ja unglaublich. Also, Preise. Das reine Modul, wenn man vor allem das amerikanische Modul haben will, das Spiel ist ja nur in Nordamerika und Japan erschienen. Das amerikanische Modul ist ein bisschen teurer, weil es natürlich eben auch sprachlich nicht so die Barriere uns gegenüber bietet. Liegt bei ungefähr 50 Euro. Ne? Mal ein paar Euro mehr, mal ein paar Euro weniger. Aber, oh, jetzt habe ich nur den einen ein bisschen verscheucht. Okay, wir gehen mal hier lang. In OVP habe ich nur eine einzige Auktion gefunden. Ist also unheimlich selten zu finden. Keine einzige ausgelaufen, sondern nur eine, die es zum Sofortkauf anbietet für 500 Euro. Das ist natürlich dementsprechend happig. So, Moment, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. Ich mache einfach mal den großen Knall. Boah, scheiße, das wird doch wieder nix. Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich das packen soll.
Also mit den paar Moves, die ich da habe, die so weit in die Ecke da oben zu scheuchen, dass es irgendwie hinhaut. Das japanische Modul habe ich jetzt in OVP gar nicht gefunden, aber ich habe es als reine Modulform gefunden. Da zahlt man so um die 35 Euro. Ne? Also ist jetzt die eigene Frage. Ich finde das Artwork der japanischen eigentlich geiler und ich bin völlig vor der Wand gerade. Also ein unheimlich schlechter Stratege, merke ich gerade. Wie ich die hier ordentlich vertreiben soll. Ich versuche es nochmal in die Richtung hier unten. Ich vertreibe mal mit einem großen Schrei. Jetzt habe ich noch einen Move. Ja, der bringt ja nur auch nichts, wenn ich jetzt hier nicht nochmal hauen kann mit meinem Schlappen oder so. Was machen die, wenn ich einfach nur passe? Aber super interessantes Spielprinzip. Ich bin nur gerade einfach, weil mir hier die Lampe so ins Gesicht ballert, völlig überfordert, wie ich das Level erfolgreich abschließen kann. Die stehen direkt neben dem Kuchenstück und ich stehe vor der Mauer wie so ein Blöder, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt machen soll. Ich stelle mich mal genau vor sie. Ich werde mal brüllen. Und dann werde ich mich mal hier vor das Kuchenstück stellen, weil ich glaube schon, dass ich so ein Stück weit im Weg sein muss. So, und jetzt kann ich ja, glaube ich, nochmal... Komm, ich hau mal. Bam, dann verscheuche ich die noch. Ah, okay, okay. Aber das reicht doch auch wieder nicht. Ah, verdammte Kacke. Ich raff es nicht. Ich raff's einfach nicht, Leute. Wahrscheinlich stehe ich völlig vor der Mauer und ihr lacht euch gerade alle kaputt und denkt euch, was ist bei dem los? Ja, schreibt mir gerne mal die Lösung in die Kommentare unten. Also ich komme gerade nicht drauf. Ich meine, ich guck's mir gerne mal in einem Video auf YouTube oder so an. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Da wird man das ja finden. Ja, aber ein relativ teures Spiel, aber im Gegensatz zu vielen anderen Holy Grails nicht unerschwinglich. Sagen wir einfach mal so. Es sei denn in OVP. Weil ich finde 500 Euro für eine OVP, das ist schon wirklich ein happiger Preis. Den muss man erstmal mal so auf der Seite liegen haben. Aber 50 Euro für ein Modul, ne, gerade bei so einem super seltenen Spiel, das ist schon echt okay. Wir haben jetzt leider wenig gesehen vom Spiel, aber nur von der Musik hat es mir gefallen, von der Optik gefällt es mir, ist optimal auf den Gameboy ausgelegt. Es ist auch ein Gameboy-exklusives Spiel, auch wenn es ein Jahr vorher, 1993, schon ein PC-Spiel gab mit dem Namen Hoi Hoi. Ja, und im Endeffekt der japanische Teil von Stop That Roach heißt auch Hoi Hoi Gameboy Bakanumsen oder irgendwie sowas. Also hat quasi auch diesen Vortitel. Und ja, deswegen, da, wenn ihr da auf der Suche seid, haltet danach die Ausschau. Wenn ihr sagt, nee, lieber die amerikanische Version, dann definitiv Stop That Roach. Jo, ich bin positiv überrascht vom Spiel, bin aber negativ überrascht von meiner absoluten Planlosigkeit. Was war das denn, ey? Naja, aber bevor wir uns jetzt länger darin suhlen, sage ich einfach schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Klo und ja, wir machen den Abzug für heute, würde ich sagen, ne? Macht es gut, tschüss, immer schön, schroff bleiben, kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Gutsch!